Ivo. Da ist Ivo. 75 zu 40, Feind. Das ist Doni. Ivo, Dynamo. Kick vom AZ. So, und das ist jetzt die dritte Nachricht an den lieben Ivo. Und es wäre ausgesprochen reizend vom lieben Ivo, wenn er sich mal melden würde. Das war der liebe Franz, falls du es nicht gemerkt hast. Danke. Hallo. Servus. Servus. Ein Schuss aus nächster Reihe. Fast aufgesetzt. Die war sofort tot. Wie lange ist das her? Bloß ein paar Stunden. So zwischen 1 und 2 heute Nacht. Franz, ihr habt da was. Wedel Lea hat die geheißen. Wedel? Ja. Da gibt's doch den Asservatenwedel im Keller. Gibt's, ja. Du, der hat auch eine Tochter, die ist eine von uns. Die war eine von uns. Mach 2,35. Na, was ist? Kein Geld? Ja, dann geben Sie mir halt die Karte da. Geheimzahl eingeben. Na, was ist? Ich hab Hunger. Ja, einfach die Nummer eingeben, dann haben Sie ja das Brot. Also, was ist? Bitte geben Sie mir die Ware. Bitte geben Sie mir die Ware. Ich muss sonst die Polizei holen. Jetzt geben Sie die Ware. Hallo, Herr Bartitsch. Das Besuch für Sie. Na, Ivo, was machst denn du für Sachen? Hä? Den ganzen Morgen versuche ich dich zu erreichen. Schön scheiße schaust du aus. Kann ich mich mal setzen? Hm? Na, ich setze mich mal.
Du, stell dir vor, unsere Leiche, das ist eine Kollegin, Lea Wedel heißt sie, die ist vom Rauschgift. Und weißt was, das ist die Tochter vom Asservaten Wedel, den kennst du auch, den aus dem Keller, oder? Arme Sau. Naja, gut. Und du hast auch was Aufregendes erlebt, scheint's, hä? Kennen wir uns. Der war gut. Wann bist du wieder fit? Hm? Ist doch nichts Ernstes, oder? Ivo? Ivo. Ivo. Bin ich Ivo? Bin ich Ivo? Na, du bist die Miss Marple. Können wir uns mal kurz wie erwachsene Leute unterhalten? Ich wäre jetzt lieber allein, bitte. Natürlich. Kommen Sie bitte. Moment mal, ich komme hier extra raus und du ziehst hier so eine Show ab. Ivo, wir haben einen Mordfall da draußen. Ich hätte gern, dass der Mann geht. Ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Sie gehen jetzt bitte. Geht's noch, Ivo? Sagen Sie, was haben Sie mit dem gemacht? Ich kenne den Mann nicht, Ivo. Hör sofort auf mit dem Theater. Bitte gehen Sie jetzt. Einen Dreck werde ich. Erst will ich wissen, was hier läuft. Sie gehen jetzt bitte. Ich möchte wissen, was Sie mit meinem Kollegen gemacht haben. Sie verlassen jetzt sofort dieses Zimmer. Lass mich los. Ich bin von der Polizei. Ja, ist gut. Ivo, das kriegst du zurück. Das schwöre ich dir. Bitte gehen Sie jetzt. Lass mich los. Amnesie? Tja, und zwar eine ziemlich globale Amnesie. Ja, Sie haben es ja erlebt. Ja, aber wie kann das sein? Ich meine, ich kenne den Mann seit 20 Jahren. Er mich auch. Tja, im Moment kann er auf dieses Wissen aber nicht zugreifen. Ja. Er weiß nicht, wer Sie sind. Er würde noch nicht mal seine eigene Mutter erkennen. Das ist, als wenn da eine Tür zu wäre im Gehirn. Und können wir die Tür nicht einfach wieder aufmachen? Ich meine, ich brauche ja den. Ist ja mein Kollege. Da sehen Sie, in derartige Zustände zieht sich die Psyche nicht einfach so zurück. Wenn es nicht Drogen sind und keine Nervenkrankheit. Sowas gibt es sonst nur bei traumatisierten Leuten, die tagelang in Gletscherspalten hängen. Nach einem Schiffbruch auf dem Meer treiben. Ja, Leute, die dem eigenen Tod begegnen, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf. Ja, und wann ist es wieder weg? In ein paar Stunden. Ach so, ja. Oder ein paar Tagen. Ein paar Wochen. Ja, manchmal geht's auch gar nicht weg. Das kann niemand wissen. Eins sage ich dir, mein Freund. Wenn ich rausfinde, dass das hier ein blödes Spiel ist, dann reiße ich dir den Kopf ab. Ja, ich bin schon weg. Raus! Ich reiß dir den Kopf ab! Bergmeier? Verschwunden? Was soll denn das heißen, verschwunden?
Wie, das wissen Sie nicht? Ach, red's doch keinen Schmarrn. Ivo? Ivo? Ivo, bist du da? Ich bin's. Ivo? Spinnst du? Die haben schon echt ins Hirn geschissen, oder? Ich bin's. Komm, steh auf. Mensch, Ivo. Die im Krankenhaus fanden das übrigens keine so gute Idee, dass du dich mal eben selber entlassen hast. Du aber schon, oder? Wie bist denn du hergekommen? Zu Fuß. Zu Fuß? Im Krankenhaus? Ich war da nicht sicher. Wie meinst du es? Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Ach, sind wir jetzt wieder beim See, ja? Ich denke, ich wohne hier. Ja, du wohnst hier, aber schau, ich habe einen Schlüssel. Weil ich da Franz bin, dein Kollege, dein Freund. Ach, Mensch. Ich mache mir wirklich Sorgen. Du kennst mich echt nicht mehr, ha? Leitmeier. Ich? Beim Ivo. Ja, weil ich halt beim Ivo bin. Wer? Das LKA. Ja, die sollen sich nicht so haben. Ach so. Bin gleich da. Na komm, zieh dir was Hübsches an. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Du und ich im Auto, das ist sozusagen unser Normalzustand. Apropos, wo ist denn eigentlich dein Auto? Die Fahrbereitschaft muss das wissen. Welches Auto? Ah, was frage ich überhaupt? Ja, probier mal. Das sind Nüsse, die magst du. Ne? Ja, Sie haben recht, sehr lecker. Kann man das bitte lassen mit dem albernen Sie? Es macht mich total wahnsinnig, wenn du mal Sie zu mir sagst. Ich bin der Franz. Okay, Franz. Hier, schau mal. Ich nehm's dir nicht weg. Schau mal, hier, da, kennst du den? Ivo Batic, Kriminalhauptkommissar, Vergütungsgruppe B14, geboren 26.06.1954 in Zagreb in Kroatien. Das bist du. Ja, das steht hier. Ja, das steht da und so ist das auch. Du und ich, wir sind Polizisten, verstehst du? Wir sind die Guten. Morgen. Servus. Ah, servus, Franz. Etza. Servus, Ivo. Guten Tag. So, wir müssen da rein. Du, stimmt es, dass alle reden? Was? Ja, dass der Batic Gaga ist. Der ist nicht Gaga, Herrschaftszeiten, der ist ein bisschen überarbeitet. Ivo? 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 Handschuhe? Und liebe Zeit, was macht denn der Hund hier? Der gehört zu mir. Michalik. Leitmeier. Ah, OK, Rauschgift. Mordkommission, das ist der Kollege Batic. Batic? Vom Rauschgift seid ihr. Dann war die Lea Wedel eine von euch? Genau. Lea Wedel hat zu mir gehört. Scheiße, ja. Tut mir leid. Mir auch. War eine meiner Besten. Ja, Michalik. Da. Das hat der Hund gefunden. Dafür, dass es eine eurer Besten war, hat die Frau Wedel aber eine ganze Menge Rauschgift in der Wohnung, hm? Das kann doch nicht wahr sein. Für mich schaut es aus wie ein einträgliches kleines Nebengeschäft. Hm? Ach du Scheiße. Was habt ihr getan? Was, raus hier! Kommen Sie raus! Raus! Raus hier! Das ist die Wohnung meiner Tochter! Ist der Vater. Das ist die Wohnung meiner Tochter! Raus hier! Herr Wedel, raus hier! Lass es den Kollegen in Ruhe! Lass es den los! Raus hier! Richard, lass den Kollegen los! Jetzt!
Ja. Ja, ja. Komm. Okay. Ich komme gleich, Ivo. Herr Stolze? Was denn? Ich hab mir gedacht, jetzt sind Sie da vom LKA und der Michalik vom Rauschgift. Da bin ich doch eigentlich ganz überflüssig, oder? Es käme nämlich ganz gelegen, ehrlich gesagt, wegen dem Kollegen Bartitsch. Lea hat als kleines Mädchen auf meinem Schoß gesessen. Ich kenne die, seit ich denken kann. Und den Wedel noch viel länger. Sie und Michalik werden mir zuarbeiten. Ich will alle Ihre Berichte in Kopie in meinem Büro. Die von gestern, die von heute und die von morgen auch. Okay. Und dann will ich wissen, warum Sie nicht schon gestern das Landeskriminalamt eingeschaltet haben und warum Sie heute früh nicht erreichbar waren. Wenn ich nämlich das Gefühl habe, dass hinter meinem Rücken geschlampert und geschludert wird, da will ich zur Wildsau. Und das wollen Sie nicht erleben, Herr Hauptkommissar Leitmeier. Da wäre nämlich Ihre Marke nicht die einzige, die ich einkassiere. Das geht so schnell, in der Zeit finden Sie noch nicht einmal Ihren Arsch. Haben Sie noch Fragen? Ja, im Moment eigentlich nicht, danke. Entschuldigung, da haben wir noch was gefunden. Eine Restaurantquittung von gestern Abend. Ivo, bin schon da. So eine Arschgeige! Wichtigtour! LKA, das sind alles Profilneurotiker. Das ist. Ist was? Dann? Nix. Ja, ist gut für die Nerven. Spielt sich auf wie das FBI! Gut für die Nerven. Mal schauen. Ja, das ist sie, ganz bestimmt. Saß dort hinten am Fenster in der Ecke. Wir haben bei ihr eine Quittung gefunden und da steht drauf, zweimal Renke. Ja, die Dame hatte den Fisch, genau wie ihr Begleiter. Sie war mit einem Mann hier. Ja, der Herr kam kurz nach ihr. Die Dame war sehr aufgeregt. Sie hat sogar geweint. Aber so, dass niemand es merken soll. Aber ich merke sowas natürlich. Ja, natürlich. Und nach dem Essen sind sie gefahren. In getrennten Autos, wie Sie gekommen sind. Ich weiß, das ist jetzt blöd für Sie, aber ich müsste Sie bitten, mit mir aufs Präsidium zu kommen. Dort müssten Sie mir den Mann noch mal genau beschreiben, dann machen wir ein Phantombild. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich weiß, das ist lästig. Aber nein, ich meine, der Herr, der mit der Dame hier war, der sitzt da vorne. Der ist doch mit Ihnen gekommen. Sie meinen, der Herr, der mit der Dame hier war, sieht so ähnlich aus wie der Mann da vorne? Nicht so ähnlich. Das dort vorne ist der Mann, der mit der Dame hier war. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach alles gar nicht. Ivo, du musst dich erinnern. Du musst dich wirklich erinnern jetzt. Du warst hier mit der Lea Wedel beim Essen. Schau, das ist die Quittung, die wir in ihrer Wohnung gefunden haben. Hast die wieder einladen lassen, ja? Hier, um 22.52 Uhr habt ihr bezahlt. Um 23:30 liegt sie tot in ihrer Wohnung. Eigentlich bist du dringend tatverdächtig. Eigentlich müsste ich die festnehmen. Ja, warum tun sie es dann nicht? Scheiß, du bringst doch keine Frau um. Was wissen die ja nicht. Wer die? Wer die, Ivo? Der Michalik vom Rauschgift, der Stolze vom LKA, du warst doch gerade mit in der Wohnung. Ja. Was meinst du, was sie mit dir anstellen, wenn sie davon Wind bekommen? Und das werden sie, ich muss es ihnen nämlich sagen. Und bin ich selber dran. Ach so? Ja. Gut, also nochmal von vorn. Deine Waffe. Wo ist deine Waffe? Dein Wagen, Ivo. Wo ist dein Wagen? Du musst doch irgendwo hingefahren sein. Mit dem Wagen, nach dem Essen, nach Hause, was trinken, ins Präsidium, was weiß ich. Wir müssen das rauskriegen, wo du warst, wo du hingefahren bist. Verstehst du? Ich weiß das aber nicht mehr. Gott nochmal, du bist wirklich der beschissenste Zeuge der Welt. Du musst dich jetzt einfach erinnern. Ja, das versuche ich doch. Das versuche ich doch die ganze Zeit. Dann versuchst du es halt noch nicht genug, Herrgott nochmal. Was? Das ist der Mann aus dem Krankenhaus. Welcher Mann? Wegen dem bin ich da weg. Der war da in der Nacht. Ivo! Ivo!
Tut uns leid, tut uns leid. Tut uns wirklich furchtbar leid. Der Kollege hat... Hier, wir sind von der Polizei. Der Kollege hat Sie einfach verwechselt. Der Kollege hat Sie einfach verwechselt. Entschuldigen Sie bitte. Eben bei Ihnen ist alles noch hier. Ja, komm, wir jetzt gehen. Lass mich los. Komm, jeder kann sich mal täuschen. Eben war er noch da. Tut mir wirklich leid. Ich täusche mich aber nicht. Du glaubst, ich hab sie nicht mehr alle, oder? Ich glaub halt, du hast ziemlich eins auf den Kopf bekommen und jetzt... Du hast gesagt, du bist mein Freund. Du hast gesagt, du bist mein Freund Franz Leitmeier, der Polizist, einer von den Guten. Warum glaubst du mir nicht? Ich weiß, dass ich was auf den Kopf gekriegt habe, aber ich weiß auch, dass ich den gesehen habe. Ich weiß, dass er hinter mir her war und jetzt war er schon wieder da. Aber du hältst mich für verrückt, durchgeknallt, krank im Kopf. Jetzt komm, bleib halt da. Ivo! So ein Freund kann mir gestohlen bleiben, das sage ich dir. Leitmeier. Hallo. Ich glaube, Sie sind ein ganz schwerer Fall von Renitenz und Anmaßung. Nicht nur warte ich seit Stunden auf Ihre Rückmeldung, nein, ich rufe sogar noch am See in einem Restaurant an. Und was höre ich da? Ja, der Bartitsch war da mit der Lea essen. Was ist denn hier eigentlich los? Den Bericht hätten Sie morgen gekriegt. Der Zeuge ist ja noch gar nicht auf Glaubwürdigkeit untersucht. Herr Stolze, ich arbeite seit 20 Jahren mit dem Bartitsch zusammen. Dass der Bartitsch abhauen konnte, ist rein Ihr Verdienst. Weil Sie befangen sind und weil Sie ein Problem haben mit Autorität. Und sowas kann ich in meiner Truppe nicht brauchen. Herr Leitmeier, Sie sind raus aus dem Fall. Und seien Sie froh, wenn ich es dabei belasse. Hier. Was hat der Hund gefunden unter der Türschwelle? Das auch noch. Servus, Herr Leitmeier. Das habt ihr bei Bartitsch in der Wohnung gefunden? Das müssen Sie nicht beantworten, Michalik. Herr Leitmeier ist nämlich raus aus dem Fall. Das ist lächerlich. Der Bartitsch und Drogen, das ist absurd. Was kommt denn als nächstes? Die Weltverschwörung. Wenn Sie mit dem Bartitsch sprechen, sagen Sie ihm, dass ich ihn suche, und zwar per Haftbefehl. Stolze ausrichten. Weißt schon noch, wer das ist, oder? Ja. Ich soll dir ausrichten, du wirst inzwischen mit Haftbefehl gesucht. Die haben Stoff bei dir gefunden. Hast wahrscheinlich keine Ahnung, wo der herstammt, oder? Keine Ahnung. Weißt du, was ich inzwischen glaub? Zuerst der Mord an der Lea, jetzt der Stoff in deiner Wohnung. Da will dich jemand in die Pfanne hauen. Das ist irgendein ganz mieses Spiel. Ja, das glaube ich auch. Pass auf, ich fahre dich jetzt erstmal zurück zum Stolze. Wenn du weiter wegrennst, wird da alles nur noch schlimmer. Die halten dich sowieso schon für einen Schwerverbrecher und unter uns gesagt, du verhältst dich auch wie einer. Und dann suchen wir für dich einen Anwalt und einen Arzt. Einen richtig guten Psychiater. Und dann... Ach, Ivo, jetzt hör auf rumzuspielen. Anhalten! Das ist meine Waffe, die ist geladen.
anhalten? Wohin das Ding runter, das ist wirklich gefährlich, Mensch. Ah! Aussteigen! Du Spinn! Rüber da! Und ausziehen! Was? Ausziehen! Und da ist er rein. Komm! Ja, du Arschloch! Schneller! Ja, ja. Ist wirklich Gacker. Mein Wohnungsschlüssel. Ja. Komm. Schneller. Wart! Socken kriegst du auch noch, du Arschloch. Und rüber. Ja, toll. Und jetzt? Oh, danke! Arschloch. Hat sich ja wirklich gelohnt, dass Sie sich so einsetzen für Ihren Kollegen. Freund, wenn Ihnen das was sagt. Tut es. Der Richard Wegel zum Beispiel ist mein Freund. Und Lea war mein Patenkind. Der ist ja kalt. Keine Ursache. Der Bartitsch verhält sich wie ein Arschloch. Ich weiß das. Das weiß ich. Aber er ist kein Dealer. Er ist auch kein Mörder. Wer weiß denn, was die Lea Wegel ihn da reingezogen hat? Moment mal, ja? Moment? Wieso Moment? Die Frau ist Drogenfahnderin. Ist doch klar, aus welcher Ecke der Stoff kommt, der jetzt hier überall auftaucht. Oder? Guckt doch mal auf euren eigenen Dreck. Hat sie sich angelegt mit jemand? Hat sie sich Feinde gemacht? Ist sie aufgeflogen? Hat sie Dreck am Stecken? Was ist da los bei euch? Na klar, wir Drogenfahnder, wir haben ja die Taschen voller Koks, oder wie? Und wenn's andersrum war, wenn ein sauberer Herr Bartitsch die Lehren was reingezogen hat, so sieht's aus. Ja, so sieht's nämlich aus. Ruhig bleiben jetzt! Leitmeier. Franz, hast du dich schon mal gefragt, ob der Bartitsch, der den Irren vielleicht nur vorspielt, dass der Scheiße gebaut hat und jetzt einen auf Irre macht? Amnesie, das glaubt doch kein Mensch. Sieh dir doch mal die Tatsachen an. Der geht mit der Lea essen. Kurz danach ist die Lea tot. Tags drauf taucht der Bartitsch auf und sagt, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Und wenn man dem Bartitsch was fragen will, klaut er seinem Kollegen die Kanone. Ach, fragen wollten Sie ihn was? Kommen Sie immer gleich mit dem SEK, wenn Sie jemand was fragen wollen. Wenn jemand bewaffnet ist und gefährlich, ja, immer. Bewaffnet und gefährlich? Ich hab doch ich die Waffe... Ich werde nicht zulassen, dass wegen Bartitsch noch ein Polizist erschossen wird. Noch? Wieso denn noch einer? Ist er jetzt schon überführt, ja? Na prima, das ging ja schnell. Saubere Arbeit, toll! Dann knallt ihr doch gleich ab, ihr und eure Rambos. Franz, geh heim. Lass uns unsere Arbeit machen. Verschwind einfach. Ich kann das noch gar nicht glauben, dass die Lea tot sein soll. Waren Sie gut befreundet? Seit der Polizeischule habe ich kaum was von Lea gehört. Aber damals waren wir echt eng. Vor den Klausuren haben wir immer zusammen gebüffelt. Stimmt es, dass ausgerechnet der Ivo Bartitsch das gemacht haben soll? Nein, davon gehe ich nicht aus. Wie war denn das Verhältnis zwischen den beiden? Naja, also, sie hatten halt eins. Gab ein bisschen böses Blut an der Schule. So von wegen Schülerin mit einem Dozenten und so. Ich meine, er war nur Gastdozent ohne Noten, aber trotzdem, es gab Gerede. Gerede? Aber das hat der Lea nichts gemacht. Ihr war gerade die Mutter am Krebs gestorben, da hat sie keinen Herzschmerz gesucht. Die wollte eine starke Schulter. Einen, dem sie blind vertrauen kann. Der Ivo, hat sie mal gesagt, der Ivo ist mein Fels in der Brandung. Ja, also sowas wie eine Vaterfigur oder sowas? Nee, so auch wieder nicht. Ich hatte ja das Zimmer neben der Lea und... Ach so. Nee. Und was wurde dann aus den beiden? Als es ihr besser ging, hat sie es beendet.
Leitmeier? Ja, das ist lustig. Hast du schon gedacht, dass ich das bin? Hm? Sechster Sinn. Was macht das Gedächtnis? Hast du das Heft gefunden von der Polizeischule? Ja, du anscheinend auch. Warst du bei dieser Freundin von der Lea? Da hat man wohl die gleiche Idee. Britta heißt die. Ja, ich weiß. Und die hat mir erzählt, dass du was mit der Lea hattest. Na, Glückwunsch. Das entspannt die Situation natürlich ungemein, weil der Stolze das sicher auch bald erfährt. Und dann fallen ihm noch 2, 3 Gründe mehr ein, warum du die Lea umgebracht haben könntest. Soll das eine Warnung sein? Genau das. Ivo, die haben eine Großfahndung nach dir laufen. Jede Streife da draußen hat dein Bild. Stell dich! Du meinst, du bist der Oberschlauberger. Aber so schlau bist du nicht. Ivo? Ivo, bist du noch dran? Glücklich, selber Schlauberger. Wo bist du? Wenn ich dir das jetzt sage, lieferst du mich dann dem Stolze aus. Wo bist du? Nein, wir sitzen hier ganz falsch. Servus. Autodiebstahl ist unten. Unten? Ja, unten. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Da.
ist hier mein Platz. Das ist dein Platz. Dein Stuhl, dein Computer, deine Kaffeetasse. Apropos deins und meins, wo ist denn eigentlich mein Handy? Welches Handy? Hab ich vergessen. Mein Geldbeutel, meine Dienstwaffe? Müsste alles noch im Auto sein. Wer sind das? Wer? Der in der Mitte. An den kannst du dich auch nicht mehr erinnern. Du verarschst mich, oder? Nein. Ist doch Holger. Mit dem warst du 4 Jahre zusammen. Holger? Jetzt ist da. Durch eine Glasscheibe aufgenommen. Ja, das gibt's doch nicht. Der war doch da. Das gibt's doch nicht. Der war hinter der Glasscheibe. Dieses Handy. Dieses verdammte Handy. Herrgott nochmal. Scheiße. Scheiße. Herrgott nochmal. Ja, scheiße. Weißt du noch, was ein Phantombild ist? Oberlippenbärtchen, links, rechts. Und andere Augen. Die. Okay. Und ein Bart. Noch ein Bart? Kinnbart. Kinnbart. Ein Kinnbart. So? Ja. Ja, das ist er. Was ist denn? Was machen Sie hier? Ich habe geklingelt. Ja, ja, ich will niemanden sehen. Der stolze Rüdiger hat gesagt, ich soll ihn anrufen, falls Sie hier auftauchen, weil Sie den Mörder von der Lea haben laufen lassen. Wiedersehen. Herr Wedel, ich glaube nicht, dass die Lea eine Dealerin war. Ich habe da ein Phantombild. Schauen Sie sich das mal an. Kennen Sie den Mann? Nein. Das habe ich noch nie gesehen. Wer ist das? Das weiß ich noch nicht. Darf ich? Das weiß ich auch noch nicht. Aber ich glaube, dass er was mit dem Mord an der Lea zu tun hat. Hat die Lea mal von jemand gesprochen, jemand erwähnt, vor dem sie Angst hat? Hatte sie Feinde? Na ja, gut, Lea war beim Rauschgift. Natürlich macht man sich da Feinde. Aber das hätte sie mir erzählt. Sie hat mir immer alles erzählt. Eigentlich. Was heißt eigentlich? Seit es nur mehr uns beide gibt. Gab. Wenn sie von einer Nachtschicht gekommen ist, und es hat gepasst, dann hat sie Semmeln mitgebracht und wir haben zusammen gefrühstückt. Draußen am Tisch. Und das war immer das Schönste. Mit Lea da am Tisch. Ihre letzte Nachtschicht, das war vor 2 Wochen, ja, von Samstag auf Sonntag. Und da ist sie da draußen gesessen. Und hat nicht ein Wort herausgebracht. Nicht einmal essen hat sie was wollen. Das war das erste Mal, dass sie mir nichts von dem erzählt hat, was sie erlebt hat. Aber ich habe gespürt, sie wollte etwas sagen. Aber sie konnte es nicht.
habe mir erst nichts dabei gedacht. Bis vor 2 Tagen. Vielen Dank, Karel. Ich denke, das hilft mir weiter. Dass Lea Polizistin geworden ist, das ist wegen mir. Es gibt so viele schöne Berufe. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Der Kiosk dient als Verteidigung. Meine Herrschaften, wir haben Besuch. Du hast aber Mut. Ach, das hier war Leas Schreibtisch, gell? Schau, Leitmeier, wenn du jetzt noch Teil unserer Ermittlungen wärst, da würde ich dir sogar einen Kaffee anbieten. Aber da du dich leider unmöglich gemacht hast. Kennt den jemand? Hm? Wer soll das sein? Keine Ahnung. Könnte einer von euren Klienten sein. Vielleicht jemand, der was gegen die Lea gehabt hat. Ich habe eigentlich gehofft, ihr wisst da was. Nee? Michalik, bist ja so still. Heißt es, du weißt es nicht oder heißt es, du willst es mir nicht sagen? Das heißt, ich rede nicht mit Leuten, bei denen ich nicht weiß, auf wessen Seite sie stehen. Da zum Beispiel. Schau mal. Leas letzte Nachtschicht, Samstag auf Sonntag vor 14 Tagen, hat mir ihr Vater gesagt. Da war doch was in dieser Nachtschicht. Weiß nix? Nee? Nix gehört? Keiner kennt den Mann auf dem Phantombild? Ich verstehe das nicht, Michalik. Du bist doch hier der Schichtleiter. Du müsstest das doch wissen. Leas letzte Nachtschicht, da muss es doch ein Protokoll geben oder irgend sowas. Darf ich das mal lesen? Darfst du. Gehst einfach zum Stolze mit einem Antrag auf Akteneinsicht und wenn mir dann der Stolze sagt, der Leitmeier spielt wieder mit, dann lese ich dir das sogar vor. Das Protokoll. Aber bis dahin kümmern wir uns ohne dich um Leas Mörder. Luft ist rein. Leas letzte Nachtschicht, da war was, sagt der Wedel. Der Michalik mauert, was das Zeug hält. Dem macht das richtig Spaß, mir nichts zu sagen. Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich das hier mitgenommen habe bei der Lea. Weil wir jetzt doch damit beim Dezernat für Drogendelikte reinkommen müssten, oder? Also, wenn keiner da ist. Also rein theoretisch. Oder? Der heißt Roter Hirsch. Da.
Verdacht auf Drogenhandel. Das passt doch. Ja. Langzeitobservation. Wie es aussieht, haben wir den Roten Hirsch überwacht. Und zwar seit 3 Monaten. Genau. Und in ihrer letzten Nachtschicht am 3. Mai, da war die Lea dran. Allein? Ja, ich glaube, das geht bei so Langzeitdingern gar nicht anders. Die setzen einen davor und wenn sich was rührt, dann muss er die Kollegen holen. Jetzt brauchen wir noch das Protokoll vom 3. Mai. Ich glaube, ich habe hier was Besseres. Schau mal. Roter Hirsch, 3. Mai. Aufregend. Spul mal vor. Moment, was? Fahr mal zurück. Und wieder vor. Jetzt? Und? Kommt gleich. Ah, da ist auf einmal eine Tonne mehr. Da ist ein Sprung im Film. Tatsächlich. Da hat jemand was rausgeschnitten. Aber schau mal. Da, schau. Der Timecode, der läuft durch. Normalerweise, wenn du einfach was rausschneidest, dann müsste auch der Timecode springen. Aber da, der läuft ja durch. Also hat jemand den Timecode extra repariert? Sieht so aus, ja. Vielleicht dieser Mihalik. Oder die Lea. Ich mache uns eine Kopie. Leitmeier, guten Morgen. Herr Stolze. Ja? Ja, das kenne ich. Bin ich jetzt wieder drin? Gut, ich komme hin. Danke. Was ist? Sie haben deinen Wagen gefunden. Du und die Lea. Wie waren das? Hab ich vergessen. Ah ja. Du warst für Lea der Fels in der Brandung. Naja, gibt Schlimmeres, oder? Ja, ich meine, jetzt denk doch mal mit. Vor 2 Wochen hat die Lea ihre letzte Nachtschicht. In der irgendwas passiert ist, was keiner wissen soll. Und deswegen ist auch der Film von dieser Nachtschicht verschwunden. Genau, und was auch immer da war, am nächsten Morgen schlägt die Lea bei ihrem Vater auf und bringt kein Wort raus. Aber dann, 2 Wochen später, trifft sie dich. Sicher nicht, weil sie Sehnsucht hatte nach all den Jahren. Die war aufgeregt und hat geweint. Ich sag dir, die hat dir erzählt, was in der Nacht passiert ist. Am nächsten Morgen ist sie tot. Morgen. Langsam heben. Sauber zerlegt, hä? Das kannst du laut sagen. Moin. Förster Obermann hat ihn entdeckt heute früh. Grüß Gott. Ja. Danke für den Anruf. Feiner Zug. Ich bin ja kein Unmensch. Wenn der Bartitsch da drin war, die im Krankenhaus haben gesagt, so eine Amnesie wie beim Bartitsch, die gibt's fast nur bei Leuten, die am eigenen Tod ins Auge gesehen haben. Du und deine Amnesie. Morgen. Moin. Was? 9 mm.
Genau wie die Waffe, mit der Lea erschossen wurde. Ja, und eine Million anderer Waffen auch. Hier, die Seriennummer rausgefräst. Seht zu, dass ich schnell Ergebnisse habe. Wenn das die Tatwaffe ist, dann sieht's schlecht aus für den Batic. Dann sieht's nämlich so aus, dass er nach dem Essen mit der Lea nach Hause geht, sie da erschießt, in der Gegend rumkurft und sich dann hier fast zu Tode fährt. Naja, wäre nicht der Erste, der nach einem Mord die Nerven verliert. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Gibt's auch einen Beweis? Die Indizien häufen sich. Allerdings, ich finde sogar, die Indizien häufen sich ein bisschen zu sehr. Weißt, Michalik? Was soll das denn jetzt heißen? Hier, Stolze, sieh zu, dass du den findest. Seit dem Mord an Lea ist er hinter dem Bartitsch her. Und dann schau dir das hier an. Und dann zählst du eins und eins zusammen. Was ist das? Leas letzte Nachtschicht. Schau es dir an. Und wenn du dann immer noch glaubst, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, dann könnte ich dir auch nicht mehr helfen. Moment mal, wo kommt das denn her? Stolze, die Lea hat irgendwas gesehen, was sie nicht hätte sehen dürfen. Und darum ist sie jetzt tot. Ich weiß nicht, warum der Bartitsch hier im Wald rumgefahren ist. Aber ich weiß, dass es nicht so war, wie es aussehen soll. Hier schreit ja alles danach, dass der Bartelstein Mörder ist. Nur damit du es ja glaubst, damit du dich ja nicht fragst, was wirklich passiert ist. Du wirst hier nach Strich und Faden verarscht, Stolze. Und du merkst es nicht mal. Und ich glaube, ich weiß sogar von wem. Sag doch gleich, dass du mich meinst, ha? Sag doch gleich. Nimm die Finger weg! Stolze, ihr müsst hier alles umgraben, alles. Und dann müsst ihr schauen, ob noch jemand hier war. Und du musst den Wagen auseinandernehmen. Lass dich nicht für blöd verkaufen, Stolze. Wo kommt das hierher? Sagen wir, es war in meinem Briefkasten. Du warst nicht an deinem Briefkasten. Ich habe dir jemand vor die Tür gestellt. Danke für das Vertrauen. Vertrauen muss man sich verdienen. Hast du Kontakt zu dem Bartitsch, dann reiß ich dir nämlich den Arsch auf. Schau dir den Film an, Stolze. Und dann frag dich, ob du hier den richtigen Leuten vertraust. Das werd ich. Verlass dich drauf. Ja, abwarten. Ich glaube, ich habe ein paar Leute ziemlich nervös gemacht. Duck dich runter! Scheiße, da hinten sind auch welche. Was soll ich machen? Bleib ganz ruhig. Was soll ich jetzt machen? Mach vor allem keinen Scheiß, Ivo! Ivo! Alles gut. Vielen Dank für den Anruf, wirklich. Ganz feiner Zug. Du hättest an meiner Stelle genau das Gleiche gemacht. Schönen Gruß von deinem Vorgesetzten. Du sollst mir deine Marke, deinen Ausweis und deine Waffe aushändigen. Du bist suspendiert. Die Waffe haben die Kollegen. Mach dich auf was gefasst. Schau dir den scheiß Film an.
glaubt dir das mit der Amnesie immer noch nicht. Er glaubt immer noch, du simulierst. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich meine, sieh's mal positiv. Positiv. Ja, du lebst, du hättest auch tot sein können. Hier bist du in Sicherheit. Was ist denn hier los? Was soll denn das? Tut mir leid, Michalik, aber ich werde mir nicht nachsagen lassen, dass ich einen Hinweis außer Acht gelassen habe. Herrschaften? Das ist doch wohl ein schlechter Witz, oder? Ja, der Stolze, das ist halt ein ganz ein Gründlicher. Und du denkst, du bist ein ganz ein Schlauer, was? Aber das kriegst du zurück! Batitsch. Wissen Sie, die erste Nacht ist immer die schlimmste. Ich muss dringend telefonieren. Bitte. Hier lang. Was heißt hier nichts? Nichts heißt nichts. Wir haben nichts gefunden, was Anlass gibt, in Michaliks Einheit Unregelmäßigkeiten zu vermuten. Ja, aber der Film! Was weiß denn ich? Eine technische Panne. Ein Fehler beim Kopieren, eine defekte Kamera. Mensch, ich hab's doch schon erklärt, der Timecode läuft durch. Und das kann gar nicht sein. Das ist nichts anderes, als was meine Techniker mir auch sagen. Franz. Ich weiß, der Batitsch ist dein Kumpel. Aber weißt, man kann nicht reinschauen in die Leute. Ist meine Erfahrung. So, Sie müssen eine Null vorwählen. Aber nicht mit China telefonieren, ja? Sie haben 5 Minuten. Danke. Trau dich, ich brech dir alle Klappen!
ist er. Wo ist wer? Ach, der Mann, der mich angegriffen hat. Franz, bitte, der ist hier, hier drin. Du hast gesagt, ich bin hier in Sicherheit, aber das ist genau falsch. Ich sitze hier wie die Maus in der Falle. Du musst mich hier rausholen. Der macht mich doch fertig hier drin. Du musst mir das jetzt versprechen, dass du nicht gehst ohne mich, ja? Du hast doch gesagt, du bist mein Freund. Meinst du den, wegen dem du aus dem Krankenhaus raus bist? Ja. Der dich im Einkaufszentrum gejagt hat, den du fotografieren wolltest? Ja, ja. Ja? Meinst du den hier? Ja, natürlich meine ich den, Herrgott, noch mal. Der ist hier, Franz. Bitte, glaub mir das jetzt. Das kannst nur du wissen, Ivo. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war ich es ja doch. Vielleicht ist alles so, wie der Stolze sagt. Nein. Franz, ich weiß nicht mehr, was war oder was nicht war. Vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Dass ich einer von den Guten war. Nein, Ivo, das ist keine Einbildung. Woher weißt du das? Franz, woher? Halt durch, Ivo. Halt durch. Grüß Gott. Grüß Gott. Kennen Sie doch. Presse. Nein, Polizei. Ach so, ja, stimmt. Sagen Sie, als Sie den Wagen gefunden haben, der da runter ist, da waren da noch nicht so viele Spuren, oder? Gar keine. Dann habt ihr sicher gesehen, ob der von unten oder von oben gekommen ist. Der kam von oben, ganz klar. Was ist da oben? Ein Wandererparkplatz ist da, sonst kommt da nichts. Sagen Sie mal diesen Herrn Stolze, Ihren Kollegen, sehen Sie den heute noch? Wieso? War doch. Geben Sie ihm das. Das habe ich da oben gefunden.
Haben seine Leute scheinbar übersehen. Ich weiß auch nicht, ob es wichtig ist. Jesus Maria, ist das von einem Jagdgewehr? Nein, wenn sie mit sowas auf einen Rehbock schießen, dann ist nachher von dem Rehbock nichts mehr übrig. Franz, du bist suspendiert. Du dürftest dich gar nicht rumlaufen. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja nur kurz deinen Bericht lesen. Gut, den Bericht, da will ich mir nicht so sein. Ich schicke den. In ein, zwei Wochen ist er fertig. Ein, zwei Wochen, wunderbar. Franz, du weißt, wie das läuft. Das dauert nur zwei Wochen, bis man da irgendwas sagen kann. Freilich weiß ich, wie das läuft. Und deswegen weiß ich auch, dass du dem Stolze einen Bericht über den ersten Augenschein geschickt hast. Nein, habe ich nicht. Siehst, und den würde ich gern kurz lesen. Es gibt keinen Bericht. Außerdem hat der Stolze ausdrücklich gesagt, wenn der Franz hier aufkreuzt. Dann zeig mal wenigstens das blöde Loch. Loch? Ja. Der Stolze hat mir gesagt, ihr habt ein Loch gefunden, das vielleicht ein Einschussloch sein könnte. Das hat der Stolze dir gesagt? Woher wüsste ich denn sonst? Einschussloch habe ich sicher nicht gesagt. Komm rein. Wenn es ein Projektil war, und das wissen wir ja nicht genau, dann ist es hier am Seitenfenster rein, durch das ganze Auto durch und hinten wieder raus. Dann war es praktisch ein Austrittsloch. So, da hast du jetzt ein blödes Loch. Ist jetzt glücklich? Ja, jetzt bin ich glücklich. Franz Leitmeier. Du bist wie so ein kleiner Terrier. Du wolltest ja nicht hören. Wer hat denn dann auf das Auto von Bartitsch geschossen? Der hier vielleicht? Nee, der war es eher nicht, den können wir vergessen. Wer denn dann? Wir werden es schon rauskriegen. Du warst hier oben. Als ein Wagen von der Straße abgekommen ist, da warst du hier oben. Was wolltest du hier? Warum warst du hier? Ich weiß nicht, was ich hier gewollt habe. Ich melde mich, wenn mir was einfällt. Ja, ja. Vielleicht da? Na, ist zu. Macht's drum, hä? Ivo? Ivo!
seid ihr denn? Ja, Mensch, wo bist du denn? Franz, ich glaube, ich hab's. Komm. Da fliegt einer. Zum Auto, schnell. Unbekannter Schütze im Wald. Macht, dass er hier hochkommt. Ja, sofort. Scheiße, das war knapp. Alles klar bei dir, Stolze. Bei dir auch, Imo. Nicht sprechen, nicht sprechen. Ich. Hast du gehört? Nicht sprechen. Ich erinnere mich. Er erinnert sich. Ich erinnere mich. Nicht sprechen. Sebastian. Sebastian. Heiliger Sebastian. Heiliger Sebastian. Wie sieht's aus? Gibt's schon was? Nichts gibt's. Verdammt! Schafft er's? Franz, du hast recht gehabt die ganze Zeit. Es tut mir leid. Ich will nur mal hoch in den Wald, vielleicht finde ich was. Wir kriegen den Kerl. Sebastian. Was? Sebastian, heiliger Sebastian, hat der Ivo noch gesagt. Tja, in so einer Lage, da kann man schon mal gläubig werden. Ja, das kann man. Ach, Franz. Ja, der Franz. Hast du wirklich geglaubt, du bist der Einzige, der das kapiert? Heiliger Sebastian,
Mach jetzt keinen Fehler, Franz. Wo sind eigentlich die ganzen Leute, die du angerufen hast vorhin? Hm? Angeblich. Oder war es nur die Zeitansage? Hände hoch. Was? Nimm die Hände hoch. Spinnst du? Und jetzt leer die Taschen aus und leg alles dahin. Alles. Franz, das ist ein Beweisstück, das wollte ich nur sichern. Ah ja? Und was beweist es denn? Das Beweisstück. Lass mich raten, lass mich raten. Das ist ein Film. Von Leas letzter Nachtschicht. Muss ja ein ganz toller Film sein. Und weißt du was, irgendwas verrät mir, dass du mitspielst in dem Film. Du bringst alles durcheinander, Franz. Das stimmt. Ich hab gedacht, du bist ein sturer Bulle, der einfach nicht kapiert, dass dem Bartic übel mitgespielt wird. Aber es ist genau andersrum. Genau andersrum ist es. Es ist dein übles Spiel. Und der Bartic hat nur das Pech, da reingeraten zu sein. Das Krankenhaus jetzt anruft und sagt, dass der Bartic tot ist, dann erschieße ich dich gleich hier auf der Flucht. Leitmeier, Apparat Stolze. Ja? Ja, mein Kollege. Ja, ich habe verstanden. Danke. Dreh dich um. Das kannst du nicht tun. Ja, ich bin auch ganz überrascht von mir. Dreh dich um, Stolze. Und jetzt nimm die Hände über den Kopf. Du machst einen Fehler, Franz. Du kannst mich nicht erschießen. Denk doch mal nach. Dieser Film, das ist nur eine silberne Scheibe. Kein Richter der Welt wird dir diese Räuberpistole glauben. Nicht ohne Aussage. Du gehst in den Bau, Franz, für immer. Du gehst in den Bau. Du und jeder, der auf diesem Scheißfilm zu sehen ist. Weil er nämlich aussagen wird, der Bartic. Schönen Gruß aus dem OP. Er hat überlebt. Ach, Franz. Du bist doch noch ein kleiner Bub. Ich wiederhole, Krankenhaus rechts der Isar. Patient ist Bartic. Da muss einer hin und nicht aus den Augen lassen. Name ist Bartic. Bertha, Anton, Theodor, Ida, Cäsar. Jetzt sofort! Jetzt sind wir ungestört. Es soll ja nicht wieder schief gehen, was? Brich! Bartic! Wo liegt der Patient? Ruhe, bitte! Die Decke kann sich nicht drehen! Letzte Worte. Kein. Thank you.
Holt einen Arzt! Hört ihr, holt einen Arzt! Alles gut. Wird alles gut. Stimmt es, dass es eine Festnahme gegeben hat? Habt ihr den Mörder von der Lea? Es heißt, dass der Fall gelöst ist, bitte. Aber mir sagt ja keiner was. Es stimmt, ja. Der Fall ist gelöst. Sie haben recht gehabt. Die Lea hatte nichts zu tun mit Drogen. Die war sauber. Der Bartic übrigens auch nicht. Der ist auch sauber. Es tut mir leid. Nichts für ungut. Leas letzte Nachtschicht. Sie haben recht gehabt. Da hat sie etwas gesehen, was sie nicht hätte sehen sollen. Sehen Sie? Ich wusste es. Ein Vater spürt sowas. Ich habe es immer gewusst. Die Lea und ich haben uns getroffen. Sie hat mir gesagt, was sie gesehen hat beim Roten Hirsch. Sie wusste nicht, was sie tun soll. Dann hat sie mir das hier gegeben und gesagt, mach damit, was du für richtig hältst. Ich bin da zurück, Richtung München. Im Rückspiegel sehe ich einen Wagen, der schon länger hinter mir herfährt. Ich denke, der verfolgt mich. Und da begreife ich, dass die Lea aufgeflogen ist, dass man uns beobachtet hat. In einer Kurve biege ich scharf ab in den Wald, mache das Licht aus und fahre den Weg ganz hoch bis zum Parkplatz. Dort warte ich 10 Minuten, 20. Dann fahre ich vorsichtig den Berg wieder runter. Ich versuche, den Franz anzurufen. Plötzlich tut's einen Schlag. Ich kann den Wagen nicht mehr halten. Ich denke noch, da schießt einer. Ich denke, du musst jetzt die Lea anrufen. Wenn die auf dich schießen, schießen sie auf sie auch. Ich denke, der Film. Du hast die einzige DVD. Thank you.